Herr Schindler, schön, dass Sie den Weg nach Weiden gefunden haben. Wir drehen ja hier im Freien, passend zu den Freien Wählern. Und für die Freien Wähler habe ich auch ein Gastgebergeschenk mitgebracht. Also jeder Gast bekommt ein kleines Geschenk, bei dem ich denke, dass es gut zur Partei passt. Und Sie bekommen die von Hubert Aiwanger empfohlene Corona-Schluckimpfung. Ah, vielen Dank. Welche unkonventionellen Ideen haben denn die Freien Wähler noch, um das politische Geschehen zu gestalten? Also, ich denke, die Frage zielt ja darauf ab, warum sich unser Bundesvorsitzender bis dato weigert, die Corona-Impfung wahrzunehmen. An der Stelle, da muss ich sagen, also ich persönlich, ich bin geimpft und genieße auch den Vollschutz und werde auch jedem empfehlen, sich impfen zu lassen oder empfehle es auch jedem. Aber letztlich ist auch meine persönliche Überzeugung, dass man Personen nicht dazu zwingen kann, sich impfen zu lassen. Also es muss in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung meines Erachtens nach jedem selbst überlassen sein, ob er sich impfen lässt oder nicht. Und dazu stehe ich auch. Ja, Impfkampagne wollen wir mit dem Format auch gar nicht fahren. Frei denken, frei leben, frei handeln ist der Grundsatz der Freien Wähler. Ist es trotzdem manchmal schwierig, wenn der Fraktionsvorsitzende, Spitzenkandidat, Parteivorsitzende dieses Recht wirklich auslebt und mit sozusagen Gleichnissen um sich schmeißt? Also unser Bundesvorsitzender provoziert gerne. Er provoziert gerne mal, um gegebenenfalls auch das mediale Interesse zu wecken. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Art, Politik zu betreiben. Allerdings finde ich den Grundsatz, den was Sie eben auch angesprochen haben, der was mich dann letzten Endes auch in die Partei geführt hat, also frei denken, frei reden, frei handeln, also so definiere ich, dass bei uns jeder seine Meinung frei äußern darf. Also das war eigentlich der Hauptbeweggrund für mich, dass ich mich ja 2014 dazu entschieden habe, den Freien Wähler Ortsverband beizutreten bei uns in Cham, dass ich mich da angeschlossen habe. Ich denke, es ist wichtig, dass in einer Partei unterschiedliche Strömungen, dass es in der Partei unterschiedliche Strömungen gibt, unterschiedliche Ideen, Einstellungen zum Leben. Und letzten Endes muss man in der Partei immer den Konsens finden. Und ja, ich denke, da bin ich bei den Freien Wählern schon am besten aufgehoben. Dann haben Sie jetzt gleich meine nächste Frage vorweggenommen. Das wäre gewesen, warum Sie sich für die Partei entschieden haben. Das heißt, nur dieser Grundsatz oder was hat Sie noch in die Partei getrieben? Es war tatsächlich nicht bloß dieser Grundsatz. Es war eine ganz kuriose Geschichte. Ich bin 2014, mittlerweile bin ich stellvertretender Ordnungsamtsleiter bei uns in der Stadt Cham. Ich bin 2014 nach der Wahlabwicklung, auch als Wahlhelfer, bin ich aus dem Rathaus rausgegangen, bin da über unseren Marktplatz drüber geschlendert. Muss man sich ja so vorstellen, das war ja 12 Uhr abends und dann schlenderst du den Marktplatz so entlang. Und dann ist da eine Riesenparty in einem Wirtshaus, da wo unsere ehemalige Bürgermeisterin, die Frau Karin Bucher, wiedergewählt wurde. Und dann bin ich da unverhofft reingekommen, weil auch ein Freund von mir da drin war und gesagt hat, hey, willst du denn vielleicht mit reinkommen? Und ja, dann eine Stunde später hatte ich den Mitgliedsantrag schon mehr oder weniger in der Tasche. Und dann führte mich mein Weg mehr oder weniger unverhofft zu den Freien Wählern, weil grundsätzlich könnte man auch sagen, mein Weg war vorgezeichnet. Mein Vater war vorher Ortsverbandsvorsitzender von der CSU jahrelang. Und da war natürlich auch schon mal die Grundüberlegung da, willst du nicht in die JU eintreten? Was nicht meiner Lebensphilosophie entspricht, also die CSU mit ihrer Grundhaltung, das passt einfach nicht zu mir. Aber letzten Endes unverhofft kommt oft. Ja, interessant, mit einer Party zu den Freien Wählern. Ja, cool. Tatsächlich. Das heißt immer, Freien Wähler sind super Lokalpolitiker. Sind sie dann auch bereit für die Bundespolitik? Und verliert man dann sozusagen seine Wurzeln? Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man nicht vergisst, wo man herkommt. Aber ich denke, es ist nur konsequent, eben auch einzufordern, dass man jetzt eben auch auf bundespolitischer Ebene mitspricht. Weil letzten Endes wird für unsere Landbevölkerung Entscheidungen, die was getroffen werden im Bund, die sind verdammt wichtig für unsere Landbevölkerung. Und ich bin da der festen Überzeugung, dass es folgerichtig ist, dass wir für den Bundestag kandidieren. Die Freien Wähler sind gerade noch nicht über der 5%-Hürde. Wie wollen Sie dieses Ziel doch noch erreichen? Ja, es ist ein verdammt hartes Ziel, das muss man einfach mal so sagen. Aber es ist richtig, dass es die 5%-Hürde gibt.
Die Umfrageinstitute schätzen uns ja derzeit bei 3-4% ab und zu mal. Und ich sage jetzt halt, die Chancen standen noch nie besser für uns. Und wenn man nicht antritt, dann hat man schon verloren. Also man muss einfach versuchen, die Ideen, die man selbst hat, in die Welt hinauszutragen. Und dann schauen wir, was am Ende dabei rauskommt. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man 3 Direktmandate gewinnt und dann wird man am Ende als eine Partei behandelt, die was die 5%-Hürde geknackt hätte. Und ja, das kann auch eine mögliche Alternative sein für uns. Man muss am Ende schauen, was dabei rauskommt. Ich bin ja als Vertreter aller Erstwähler hier zum Gespräch mit Ihnen. Und Erstwähler sind meistens junge Menschen. Was haben denn die Freien Wähler für diese im Programm? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, unsere Gesellschaft spricht derzeit sehr viel von Umweltschutz. Aber für Umweltschutz muss man auch verdammt viel tun. Und ich sage, da ist die Energiepolitik, die was derzeit betrieben wird, verdammt eng damit verknüpft. Unser Umweltminister Thorsten Glauber hat ja auch vor ein paar Monaten ins Spiel gebracht, die 10H-Regelung aufzuheben, weil wir der festen Überzeugung sind, dass wir mehr grüne Energie produzieren müssen, auch bei uns in Bayern. Ich meine, wir können uns nicht immer an die Spitze der Protestbewegung stellen und sagen, wir sind gegen den Südostlink, aber wir produzieren den Strom nicht selbst bei uns. Und warum sollte es nicht möglich sein? Ich meine, Bayern produziert selbst ein Viertel der Solarenergie bei uns, also ein Viertel der Solarenergie wird bei uns produziert. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir da einen Wandel brauchen in unserer Gesellschaft. Wir brauchen mehr Windenergie, wir brauchen mehr Sonnenenergie. Wir müssen einfach den Umschwung schaffen, weil Europa hat nun mal auch die höchsten Energiepreise und darunter leiden auch unsere Wirtschaftsbetriebe. Und da muss man den Spagat schaffen und muss versuchen, dass wir auch in Zukunft, wenn wir jetzt die Elektromobilität extrem anschieben, dass wir da ja, einfach zukunftsgerichtete Politik machen. Klimapolitik top. Aber noch hört es sich für mich noch nicht nach der Party an, mit der man mich zu den Freien Wählern locken kann. Was haben Sie noch für mich im Angebot? Okay. Ja, ich glaube, das sind viele kontroverse Themen, die muss ja auch die Jugend beschäftigen. Ich war ja selber bei uns Vorsitzender des Jugendrats bei uns in der Stadt KAM, bin auch selbst Vorsitzender von den jungen Freien Wählern des Landkreises KAM. Ich würde es jetzt grundsätzlich nicht an einzelnen pauschalen Fragen festmachen. Also man startet ja gerne mal diese ideologische Frage, sind Sie für ein Tempoverbot auf Autobahnen oder sind Sie dagegen? Oder sind Sie für die Legalisierung von Cannabis oder sind Sie dagegen? Gute Frage, wie stehen Sie dazu? Tatsächlich steht unsere Partei und da bin ich ja glücklich darüber, dass es den Weg in unser Bundeswahlprogramm gefunden hat, steht für die Legalisierung von Cannabis. Einfach aus dem einfachen und simplen Grund, dass man versuchen muss, diese Droge aus der Illegalität zu führen. Also es wird ja derzeit einfach abseits des realen Lebens wird diese Droge gehandelt. Aber man muss ja versuchen als Staat, dass man da regulierend einwirkt darauf. Und deswegen fand ich es gut, dass unsere Partei gesagt hat, hey, wir müssen das angreifen, das Thema. In der Lokalpolitik wird ja auch gerne mal das ein oder andere Bierchen getrunken zur Sitzung. Wie gehen dann die Freien Wähler zum Thema Alkohol? Also ich glaube, Bier ist in Bayern, glaube ich, nicht wegzudenken, ist Kulturgut. Und ich denke, die derzeitigen Regularien, die was bestehen, beispielsweise im Straßenverkehr, dass man sagt, hey, du sollst nicht mit über einem Bier, mir wäre es lieber, wenn man mit gar keinem Bier Auto fährt, du sollst dich nicht ins Auto setzen, dass diese Regelungen gut sind, so wie sie sind. Und ja, also ich muss sagen, warum Alkohol verbieten? Was mir bei Ihnen aufgefallen ist, wenn Sie Ihre Thesen erklären, sagen Sie auch immer einen Ort dazu. Zum Beispiel jetzt Bahnlinie von Kam über Schwandorf nach Regensburg. Das heißt, die Freien Wähler machen dann sozusagen, wenn sie in den Bundestag kommen, Lokalpolitik auf Bundesebene oder auch noch mal größere Fragen? Ja, also ich glaube, wenn man auf Bundesebene tätig ist, dann muss man sich auch den großen Fragen unseres Landes und ja, Europa stellen. Ich glaube, das ist zu eindimensional gedacht, wenn man nur sagt, man macht regionale Politik. Aber natürlich, es ist unsere DNA, es zeichnet uns aus, dass wir vor Ort anpacken,
Wir stellen ja auch viele Bürgermeister, Landräte und so weiter. Macht die CSU auch. Aber ich glaube, dass mittlerweile der Fokus von anderen Parteien einfach abgerückt ist von der lokalen Landbevölkerung. Und ich sage schon, also das, wir dürfen unsere Wurzeln nicht verlieren. Gut, dann bekommen Sie jetzt nochmal die Bühne, jungen Menschen etwas für die Zeit vor der Wahl und auch nach der Wahl mitzugeben. Ja, also mich freut es, wenn junge Menschen wählen gehen, wenn sie euch engagiert, eure Anliegen auf die Straße tragt. Fridays for Future hat gezeigt, wir haben enorme Probleme in unserer Gesellschaft. Geht's raus auf die Straße, tragt eure Probleme raus. Aber meine Bitte daher auch an euch, engagiert euch in den politischen Jugendorganisationen, tragt auch euren Unmut in die einzelnen Parteien, denn nur so könnt ihr auch mitgestalten. Und das ist verdammt wichtig. Schaut, dass ihr eure Begeisterung, die was ihr für die jeweiligen Themen aufbringt, dass ihr die in die Parteien reinträgt und gebt es nicht auf. Deutschland hat eine gute Zukunft. Herr Schindler, danke fürs Gespräch. Danke.